Jetzt geht's los! Mit einem Abenteuer-Roadtrip, wie wir ihn alle noch nie erlebt haben. Sechs junge Menschen mit Down-Syndrom und ich, Ross Anthony, werden nicht nur super viel Spaß haben, sondern auch über uns hinauswachsen. Wir sind, wer wir sind, wer wir sind. Rossi! Angela, du schaffst es! Zusammen erleben wir die verrücktesten Dinge. Immer auf der Suche nach Unabhängigkeit. Komm on, wir haben was Gemeinsames gemeistert! Yay! Freiheit. Yay, yeah, Freiheit! Bist du gut? Ja, gut. Abenteuer. Ja! Freundschaft. Komm her, mein Schatz. Oh, ist das schön. Und der ganz großen Liebe. Ich mag dich, Patrick. Ich dich auch. Ach, Down the Road. Eine ganz besondere Abenteuerreise. Down the Road! Los geht's mitten im Schwarzwald. Gleich kommen die anderen Abenteurer an. Wir kennen uns alle noch nicht und ich bin so gespannt. Hi! Hey! Hey, Julius! Hallo. Hi, mein Lieber! Hi! Ach, schön, dass ihr da seid! Ich bin Julius Fernandes Königkamp. Ich bin 25 Jahre alt. Und ich wohne in Esslingen. Komm hier! Hi! Hallo! Ross Anthony ist toll. Ja, ich möchte mit Ross Anthony anderen Freunden. Das will ich schon. Julius ist eher ruhig und vor allem sehr sensibel. Auf unserer Reise will er mehr aus sich herauskommen und sich seinen Ängsten stellen. Angela, hi! Komm mal her! Hallöchen! Komm mal her, Sweeter! Hallo! Also ich heiße Angela Rosengelbert. Ich komme aus Schwarzwald und ich bin 30 Jahre blondes Haar. Oh, ist das nicht schön? Oh Mann, ich war so schüchtern. Oh. Er hat mich gleich umarmt und hat er Zwitter zu mir gesagt. Oh Mann. Freust du dich? Ja. Ja, toll. Komm her. Oh mein Gott. Die ersten zwei meine Familie. Da freue ich mich total drauf. Ich wollte dabei sein in der Down the Road, dass ich ein Down-Mädchen bin. Und ich stehe auf meine Ecken und Kanten und ich stehe da dazu. Mit meiner Down-Syndrom können dann die Leute, wie sagt man, bitte mich respektieren. Das ist der Grund, dass ich mitmachen wollte. Und ihr wisst überhaupt nicht, was heute passiert, ne? Ist das nicht das Schönste dran? Ich lasse mich überraschen. Ja? Ach, toll. Ich auch. Jetzt bist du auf einmal sprachlos. Ja! Hallo! Rosalie! Komm mal hier! Nicht so schnell! Ich bin total aufgeflippt und in ihren Arm genommen. Oh. Das war der Mega-Moment. Oh, wie schön! Ich bin die Rosalie, ich bin 19 Jahre alt und wohne im Städtchen Innsheim. Du kennst die anderen beiden nicht, ne? Nee. Das ist Julius und das hier ist Angela. Angela Rosengelbert. Ja. Hi. Und das ist Rosalie. Okay. Ja? Ja. Rosalie ist wohl der größte Schlagerfan aller Zeiten. Sie geht nie ohne ihr Mikro aus dem Haus. Immer bereit für den großen Auftritt. Also Mikrofon sind immer ein Team, weil ich immer damit singe. Das Mikrofon klebt an mir fest, weil ich nicht ohne es klarkomme. Es funktioniert wirklich? Nur bei meinem Papa geht es. Also hallo. Hallo. Also ich habe mit der Reise mitgemacht, weil ich selbstständiger werden wollte. Und ich bin sehr aufgeregt, was kommt. Hallo. Guck mal, unsere Style-Königin. Darf ich dich umarmen? Natürlich. Oh, und geschminkt und die Haare sieht toll aus. Wahnsinn.
Ich heiße Juliana Diaz, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Stuttgart. Auch Juliane will durch die Reise Selbstständige werden, um sich ihren großen Traum zu erfüllen. Bei den Eltern ausziehen. Ja. Bingo. Jonas, komm! Mein Lieber! Hallo! Hallo! Alles gut? Darf ich dich umarmen? Ja. Schön. Komm dazu, komm dazu. Ich heiße Jonas Leu, bin 22 Jahre alt. Und ja, ich wohne in Offenburg. Ich mache mit bei dem Down the Road, weil ich mehr Freunde kennenlernen möchte und dass ich da auch irgendwie so eine Freundschaft sich bilden kann. Hey Patrick! Hallo, ich bin Patrick, ich bin 30 Jahre alt und ich wohne in Stuttgart. Mein Lieber, darf ich dich begrüßen? Natürlich. Ich freue mich so sehr. Patrick ist unser Rockstar. Er spielt Gitarre in einer Band. Oh, du hast es auch mit dabei? Ja. Wow, und du kannst richtig spielen? Ach, klassisch. Oh, klassisch? Ja. Das Ziel der Reise, neue Menschen kennenlernen. Die Gruppe weiß noch nicht, wohin es geht und welche Herausforderungen vor uns liegen. Mit Nicole sind wir komplett. Sie ist Sozialpädagogin und wird uns auf der Reise unterstützen. Die Eltern, die dürfen nicht mit. Ich weiß. Nee, wollt ihr jetzt von die Eltern verabschieden? Ja. Ihr dürft jetzt rübergehen, ja. Umarmen und sagen halt, wir sehen uns wieder in 12 Tagen. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Das finde ich gut, dass ich alleine in den Urlaub darf, ohne Eltern. Wir wollen wirklich eine wunderschöne Zeit zusammen verbringen, ne? Egal was passiert, ja. Wir werden das alles meistern, ne? So, 1, 2, 3. Yeah! Habt ihr sowas in eurem Leben gemacht? Nee. Nein. Nein. Sowas? Erdet mal was. Wirklich? Ja. Ja. Und Angela, ist das die längste Zeit, dass du von deiner Mami weg bist? Ja. Ja? Ja, wirklich. Du freust dich so sehr, ne? Ja, ich freue mich so sehr, weil keine Familie da ist. Keine Familie. Ist das nicht eine schöne Gegend? Ja, schöne Gegend. Schau mal das alles an. Ich liebe es. Los! Was? Glaubst du an Einhörner? Ja, ich liebe Einhörner. Ich auch. Ich hab's gemacht, ich auch. Ich glaube sogar an Einhörner. Immer ich noch. Ich auch. Was glaubst du im Leben? An was glaubst du? Ich? Angela, ja. Ich glaube, das bin ich. Du glaubst an dich. Also, was ich glaube, ja, sind ja meine Familie und die, wo nach mir gucken. Oh. Und ich? Und Juliane, was glaubst du? An was glaubst du? Ich glaube an dich. An mich? When the chorus has spoken, and we rise with the dawn. Wo fahren wir hin? Oh, das darf ich euch nicht erzählen. Es ist eine Überraschung. Ich liebe Überraschungen. Und wir sind bald da. Wir haben nur noch 2 yeah. Kilometer. Yeah. The mountains can hide. Got the land like a river. Unser erster Stopp ist der Schluchsee. Hier campen wir 2 Tage lang in der Natur. Doch bevor wir zelten, müssen wir als Team zusammenwachsen. Alles gut? Ja. Ja? Wir müssen hier runter, glaube ich. Hier? Ja. Und es gibt eine Aufgabe für uns. Oh. Ja.
tolle Überraschung. Also Jonas, was denkst du, was es sein könnte? Ein Puzzle. Es lag da so Reifen und dann, ja, so Seile waren da. Dann sehe ich hier noch Bretter. Das brauchen wir ja auch zum Bauen, ein Floß. Was hast du gesagt? Ein Floß bauen. Ja. Und dann, du bist ein kluges Mädchen. Wenn wir fertig sind und bauen, dann müssen wir gemeinsam als Team dann ins Wasser legen. Und dann hat jeder ein Paddel und dann kann jeder dann paddeln. Mega. Ja. Du hast richtig, Roseli, super. Aber ich habe keine Ahnung, wie man einen Floß baut. Habt ihr eine Ahnung? Wie sollen wir anfangen? Sollen wir erstmal mit dem Holz anfangen, mit dem Paddel, oder sollen wir erstmal mit dem Ring? Mit dem Holz erstmal anfangen, wenn wir einen Floß bauen. Das ist ja meine erste große Herausforderung. Wir werden einen Floß bauen! 4, 1, 2, ja, way! Wow! Bist du eine starke Frau? Was machen wir als erstes? Holz oder Reifen? Ich kann mit einem Reifen genau. Also, wie bist du Reifen zuerst? Also, am Anfang war ich ein bisschen schüchtern. Das war alles neu für mich. Also, wir machen hier von den dünnen drauf, ja? Und dann zum Schluss hier. Okay, dann leg mal los. Und dann habe ich es doch noch getraut. Weiter. Noch weiter. Stopp. Und ich dachte in der Teamarbeit, es könnte mehr in Schwung reingehen. Und dann nochmal zwei, genau hier drauf. War richtig, weil die Holze waren nicht richtig waagerecht. Die waren irgendwie manchmal zu lang oder zu kurz. Ich sehe. Oh, ist ja nur am Reifen fest, aber und das Holz? Ach so, das Holz. Scheiße. Juliane, du machst das super. Du machst das richtig super. Der Rostatelier hat ja auch ein bisschen geholfen. Mit dem Band. Na, du hast das super, Sweetheart. Du hast das richtig super gemacht. Einfach erstmal ziehen. Ja, weiter. Zieh. Perfekt. Meine Hand. So, Juliane, glaubst du, wir machen das alles richtig? Ja, ich glaube schon. Ja? Der Bau war gut. Und ein Festbinden und tralala, das war gut und schön. Wir müssen jetzt die zusammenschließen, ne, dass wir ich auf bin einen. Nicht so weit. Ne? Wie machen wir das? Wir drehen das erstmal um, oder? Ich bin noch nicht so weit. Was? Ja? Festhalten, ich hole noch ein Seil. Könnt ihr schieben? Ja. Wartet doch mal! Weiter schieben. Perfekt. Ich soll doch machen. Hey, Freunde! Oh Mist, jetzt hat der ich muss machen. Meine Ecke vergessen. Meine Güte. Ich muss das machen. Festbinden. Weil ich immer was machen wollte, wollte auch mal was helfen. Und dann war ich sowas von stinkend, weil ich aufgerissen bin. Ich will zwei. Stopp. Angela, ich muss da machen. Ja, ich kann. Guck mal, da ich ist ja noch eine Latte frei. Finger dazwischen. Da machst du noch eine mit. Ist übrig. Ja, da ist noch eins. Ich hab noch zwei übrig hier. Mann, dann bin ich cool. Und dann, nee, ich mach mein Ding. Ich muss das machen. Nicht aufregen. Doch, ich krieg das auf. Ich wollte sie beruhigen, aber die sind dann wie Madonna. Ja, ein kleiner Trauerquinte-Kopf. Ja, genau. Da kann noch eins drauf. Ja, man hat einfach geklaut. Ich muss jetzt nur heulen. So ist es mit meinen Gefühlen. Die Tränen mit mir immer durch. So, ich glaube, wir haben's, ne? Ja. Seid ihr stolz drauf? Ja. Teamarbeit, was wir super gemeistert haben. Das Einzige, Ding ist jetzt, das hier, unser Floß kommt jetzt auf den Wasser und wir müssen uns jetzt entsprechende Klamotten anziehen. Wenn es dann drauf ist, dann gehen wir alle gleichzeitig drauf, sodass keiner unter Wasser geht. Niemand. Und weiter nach vorne, einfach laufen. Nichts sagen. Nichts sagen, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Bei eisigen 10 Grad gehen wir ins Wasser. Sind wir alle drauf? Geht's los? Angela, geht's dir gut?
Ja. Machst das super. Wo gehen wir hin? Wir müssen irgendwo in die Boote rum. Guck mal, ist das noch? Ich habe meine Kräfte gezeigt, wie ich paddeln kann. Aber wie, ich war sehr schnell unterwegs, glaube ich mal. Anstrengend, ne? Oh nein, ich sehe ein Boot! Nein! Hallo, schnell in die Richtung! Da, Leute, was macht ihr denn? Sie haben zwar gerudert, aber in die falsche Richtung. Ich mach die falsche Richtung! Falsche Richtung! Der streut und sie wissen nicht wie und was und tralala. Leute, wohin wollt ihr denn? Was machen wir denn jetzt? Fahren wir jetzt in der Achterbahn? Schnell, schnell! Nee, stopp, nee, du musst paddeln! Du musst paddeln! Sie ist mir paddeln, ja. War schon cool, aber das Einzige, wo halt eben blöd war, der Wind und das mit der Strömung. Jawohl, jawohl, weiter. Geil, hat's richtig gut gemacht. Wir waren schon ein gutes Team, auf jeden Fall. Tja. Wir kommen da hin, guck mal, ich sehe. Oh, Rosalie. Ach, liebe Güte. Rosalie, alles gut. Ja, sie ist im Wasser rein. Und dann mussten wir sie wieder hochholen. Und da hab ich gesagt, Ron, hilf mir! Ich bin ein Seenot! Alles gut, Peter, alles gut. Und dann hat der Ron mir geholfen. Das war ein Aufwand. Super! Ich war ein Seenot! Das war mein Action-Tour! Es war gut, dass wir schon mitten anhatten. Sonst wären wir wirklich abgetaucht. Komm mal, wir haben was Gemeinsames gemeistert. Yay! Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden noch sind, sie sehen so viel kleiner von hier oben aus. Wenn ihr die Luft ausgeht, nur nicht nach unten seht. Wir gehen immer weiter hoch hinaus. Immer weiter hoch hinaus. Ja, bis zum Ende haben wir das durchgehalten und wir wollten die Energie spüren. Und am Ende war es ein Happy End. Okay. Danke. Sehr gerne. Ich bin ganz cool mit Kurs. Danke, Sida. Oh lala. Huiuiui. Super, du hast es mega gemacht. Jetzt bist du platt, gell? Nee, schwindelig. Schwindelig, okay. Okay. Nach dem Bootfahren, da war es mir eher schwindelig. Das lag, glaube ich, an die Sonne. Ihr seid sehr schlimm schwindelig. Ihr. Kann ich helfen? Alles gut. Arme Juliana. Und ganz ehrlich, dass es ihr wieder gut geht. Habe ich gedacht. Ist sie schwindelig? Ja, sehr schlimm. Ja? Schwindelig. Oh. Ich kann nicht mehr rum. Möchtest du was trinken? Ich war, glaube ich, ein bisschen doch im Wind. Ja. Ging was nicht? Ja, ein bisschen schwindelig, ne? Ja. Ja, ihr seid alle so weit vorn geblieben, ne? Ach, wenn es nicht gut geht, da habe ich mir Sorgen gehabt. Ist dir bequem? Oder hallo? Oder ist es so warm? Ja, das ist die Sonne. Und wenn es mir mal nicht gut geht, bin ich einfühlsam. Und Achtsamkeit und Wachsamkeit.
bist der beste Patrick. Ja, du auch. Das Schöne an Patrick, dass er immer hilft, wenn Notfälle ist. Ja, du auch. Oh, süß. Ich mag das, Patrick. Ich dich auch. Ich war süß. Ja. Oh. Ja, die war süß und hübsch. Und alles, was auch das Menschliche betrifft, das stimmt auch. Ja. Der ist schon ein richtiges Lieb von der Patrick. Der hat irgendwas. Ich weiß nicht was. Kann nicht, dass er um mich kümmert, Patrick. Ja, bitte. Du bist der Beste. Genau. Ich bin ein Frauenbesteher. So wie ein Pferdeflüsterer bin ich ein Frauenflüsterer. Oh, Saturday sun, I met someone out on the west coast. I gotta get back here. Oh my God! Yeah, yeah, Captain! Da hab ich gedacht, schlafen wir im Wald? Mit Zecken und Spinnweben? Wow! Ich hab überlegt, oh Gott, das werden wir jetzt campen. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Wow, unsere Sachen sind alle da. Oh, mein Rucksack! Ja, es ist alles da. Und ist es eine gute Entscheidung? Ja! Ja. Ich habe noch nie so übernachtet im Wald. Das war mein allererstes Mal. Das ist für dich. Hätte ich gewusst, hätte ich mir eigentlich genommen. Also, ich war schon mal campen, aber ja, mit Ross Anthony habe ich das jetzt noch nie als Erfahrung. Komm Jungs, wir schauen in unser Zelt. Wir hatten mal ein Mädelszelt, ich mit den Nicole, Angela und Juliana. Genau, wir dürfen ins andere Zelt. Juhu! Hey Leute, juhu! Wir schlafen heute alle sofort hier drin. Ja. Und ein Jungszelt mit Ross, Patrick, Jonas, ich glaube auch Julius, glaube ich. Wow! Mega! Wer schläft wo? Nein. Ist es wo? Wobei, eine schläft hier entlang, eine schläft hier und eine schläft hier. Willst du da liegen? Ja, das passt hier an die Tür. Ja? Dann beschütze ich vor Einbrecher. Du beschützt uns alle. Das finde ich toll. Muss ich da unten aufdrehen? Aha. Wer hat denn von euch schon mal gezeltet? Ich noch nie. Du oder ich noch nie. Ich habe noch nie im Zelt geschlafen. Echt? So, erstmal hier, lass mich das. Komm, wir machen das hier. Euch? Das hab ich. Hi. Hi. Geht's bei euch? Hat mir gut geklappt. Wenn du aus dem Weg im gehst. Im kleinen Zelt. Es ist schön. Du wirst uns auf jeden Fall vermissen. Ach, was du Angst hatte ohne Mist. Mann. Wo schläfst du, was? Ross schläft hier. Da schlaf ich da. Da schläfst du, alles klar. Ross Anthony ist so wie ein Papa im Herzen. Ja. Dass er auch die Gefühle hat und alles drum und dran. Und dass er alles kann. Als Papa. Und komm, unter uns Jungs, ne? Wie findet ihr die Mädels? Nett. Naja, geht so. Geht so. Das geht so, das ist doch nie gut. Ach so, das kann immer noch steigern, ne? Nee. Nee? Es kann doch schlimmer werden. Also, wenn du mich fragst. Ist deine Tasche? Ja, ich frage dich. Ich bin schwul. Ich stehe auf Männer. Und. Also mein Traummann soll eine Brille tragen. Mein Traummann braucht einen Bart, wie ich. Aber du hast dich gerade vor kurzem geoutet, ne? Ja. Ja? Und wie fühlst du dich jetzt darüber? Bescheuert. Bescheuert? Warum? Ja. Weil der mich nicht mehr redet mit mir. Und ich bin echt einsam. Das macht mich traurig. Meistens habe ich auch mal Liebeskummer. Aber glaubst du, bei mir war das tatsächlich so. Ich habe auch Freunde gehabt, bis ich 27 war. Und dann habe ich meinen Traummann gefunden. Und mit Paul, mein Traummann. Und jetzt sind wir 20 Jahre zusammen, 21 Jahre fast zusammen. Ja, wir haben uns unterhalten mit Schwulsein. Als Mann zu Mann.
ich finde es toll, das drüber zu reden. Finde ich cool. Aber du hast auch Liebeskummer, oder? Wenn man 2 Wochen... Na klar, auch nach so vielen Jahren habe ich das immer noch. Es war schon ein emotionales Gespräch. Ich verstecke die Gefühle. Warum? Ich will sie niemandem zeigen. Hast du ein bisschen Angst, dass die Leute über dich lachen würden, wenn du deine Emotionen und Gefühle zeigst? Manche machen das in der Arbeit. Ja, das ist für mich kein Problem. Wenn ich weinen will, dann weine ich. Wenn ich glücklich bin, dann zeige ich, dass ich glücklich bin. Und wenn ich emotional bin, dann zeige ich das auch. Ich mache das nur heimlich im Bett. Ich mache es auch heimlich. Ja? Wirklich? Ja. Aber das muss man nicht. Bei dir ist es nicht so. Du zeigst deine Gefühle gerne, ne? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich? Ich weine auch mal. Es ist halt so ein schreckliches Gefühl, wenn jemand Liebeskummer hat. Was ist los, Jona? Ja, dann kam die Erinnerung wieder, wo ich an meine ehemalige Freundin denken musste. Ihr seid tolle Menschen, wirklich. Wir haben so viel Spaß heute miteinander gehabt und wir sind nur einen Tag zusammen. Und schau mal, was wir erreicht haben. Hm? Ich bin nicht toll. Warum bist du nicht toll? Wenn ich das Thema anfange mit der Liebe, dann fange ich an, jetzt zu weinen. Ihr müsst nicht traurig sein. Jetzt ist es euer Moment. Jetzt könnt ihr wirklich über alles reden. Na, wir sind hier. Wir sind zusammen. Wir sind stark. Zu zweit kann man besser als Mann zu Mann über Schwulsein reden. Das hat mir gut getan. Und auch im Nachbarzelt geht es um große Gefühle. Eine ganze Woche. Ja. Und hat denn irgendeiner von euch schon einen Freund? Nee, ich bin Single. Ich hatte einen. Aber hat es? Also gerade keinen? Nein. Und sucht ihr einen Freund? Also meine Mama sagt immer, ich werde immer gefunden von einem. Ja, das, ja. Also aber Mama, du hättest also, gerne hat die Mama recht. Du hättest gerne einen Freund. Da hat die Mama recht und die hat ja gesagt, ich werde gefunden von jemandem. Okay. Ja. Und Juliana hätte gerne einen neuen Freund? Ja. Und du, Angela? Oh, ich will lieber Single bleiben. Okay. Dann kann man auf sich selber gucken, ne? Ja, auf mich selber gucken. Und warum willst du Single bleiben? Weil ich Erfahrung habe, weil der fremd gegangen ist. Mein Ex-Freund hat mich verarscht. Und der ist fremd gegangen. Das ist nicht schön. Das kenne ich auch von meinem Freund. Und dann guckt man jetzt eher in die Zukunft. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Genau, ich bin selbstständig. Ich bin selbstständig. Ja. Ich habe so ein sehr großes Ziel in mir. Eine starke Frau zu sein. Ich muss eine sehr starke Frau werden. Mama, was hast du am Ende? Was? Man sieht, ich habe Erfahrung. Ja, immer was sieht man. Gemacht. Darf ich einen Kuss geben, Patrick? Natürlich. Mir auch rein? Okay. Ja, da war der erste Funken schon gekommen. Und du bist jetzt auf der Suche auf einen Freund. Ja, das stimmt auch. Und ich bin ja ein Mann. Ja, genau. Und ich warte auch auf meine Frau. Okay. Und wie soll die aussehen? Sowas wie Juliana. Ich? Also der Patrick, der ist schon sehr, sehr lieb. Und auch zu mir ist er sehr, sehr offen. Wie sieht es in deinen Augen aus, Patrick? In meinen Augen? Und nett? Ja, weiter! Erzähl weiter, Mann! Liebevoll? Ja, weiter! Witzig? Weiter! Auch spontan?
weil ich habe mich verliebt in Juliana, weil sie anders ist als die Frau, die ich schon hatte. Dass sie wachsam ist und achtsam ist, dass sie menschlich sehr gut mit sich und auch mit anderen sehr gut damit umgehen kann. Das heißt, du magst mich? Natürlich. Dann ist es auch. Du bist sportlich, du tust alles. Ja, stimmt. Du magst mich, ich mag dich. Ja. Aber wir haben nicht die gleiche Art. Stimmt. Wir lassen das jetzt 10 Minuten. Okay. Sollen wir gucken, was die anderen zwei machen? Mhm. Ja, gehen wir rüber? Ich gucke. Ja, wir kommen zu euch. Okay. Also ihr beiden, ihr versteht euch blendend, ne? Ja. Ich sag's dir nicht, doch noch was. Okay. Was? Was? Nichts. Du sagst was? Ich sag nichts. Wir haben unsere Geheimnisse. Ja? Ich und Juliana sind ein gutes Paar und wir reden gerne miteinander und wir ergänzen uns. Es geht auch um das Miteinander. So, jetzt kann ich sie rausholen. Was ist das für eine Farbe? So eine Ach, ja. Farbe. Ja. Dann haben wir das. Der Kuss war schön. Das kribbelt noch immer mehr hier im Bauch. Ziemlich verrückt. Ich kribbel diese Foto. Na gut, ja. Okay. Ja. Sag dem Ross jetzt nichts, okay? Okay. Dass wir zum Essen mal gehen. Na gut. Sag nichts. Okay. Da ist der Ross eh nicht, oder? Doch, da drüben. Ja, komm, richtig. Wir stehen jetzt hinten im Baum und küssen uns nochmal. Na gut. Sie wollte sich ja verstecken vor dem Ross. Sie wollte es dich zeigen. Oh, der Ross. Natürlich. Okay. Am schönsten war, dass die Juliana und der Patrick geküsst haben. Die ganze Zeit, Eva. Die ganze Zeit. Küssen Sie sich noch? Oh mein Gott. Ja, romantisch geküsst. Was haben wir hier angefangen? Es geht richtig Rambazamba bei uns. Ja. Erst die Fackeln und dann am Ende, wenn die fertig sind, dann die Wurst. Dann die Wurst? Ja, wenn die fertig sind, dann die Wurst. Okay. Ja. Für was sind die denn hier? Und die singen immer wieder. Ja. Und küssen dich. Heißer, ja, guck! Die dürfen gucken. Da bin ich doch was. Boah, der Rauch. Und du stehst voll mittendrin. Komm zu mir rüber. Danke. Ich hab Hunger. Und du hast Hunger? Ich könnte sie alle fünf putzen. Aber guck mal, du brauchst auf jeden Fall was. Ja, es brennt. Es brennt, Feuer, Feuer, es brennt. Gibt's einen McDonald's in den Wald? Warte, es brennt. Und geflammt. Die eine wurde verkokelt und die andere nicht. Feuerwehr. Na, Ross, alles klar? Ich weiß noch nicht. Hilfe, Feuerwehr. Und ich hab gesagt, ey, Ross, du kannst nicht grillen? Sag mal hallo. Hä, was ist da los? Wenn ihr das isst, dann kriegt ihr einen Zwanni von mir. Ja, das Grillen war schon mega, aber ich würde es jetzt nicht mehr machen. Meine Hand brennt. Der Ross ist kein guter Griller. Ich sollte sowieso abnehmen. Aber backen kann der. Nur backen. It's nothing compared to you. Wer möchte eine Wurst? Keine? Okay, gut. Ich schau mal, ob das gemacht wird. Das ist so schön hier. Lecker. Der verkohlte.
Once you start to believe me. Ich hab jetzt Hände wie eine Hexe. Oh, die war ich auch. Hast du deinen Mund gesehen? Du hast mehr Kohle drin. Mann, was ist das denn? Ich bin der Erste. Wow! Das ist mal gut. Du Lachvogel. Was hat wirklich euch am meisten Spaß gemacht heute? Ich finde es geil. Hier mit dem Nackendarf hier. Im Wald. Mit Einhörnern. Ja, mit Einhörnern ist es so schön. Was war mit Paddeln heute? Wir Paddeln war auch toll, aber wir haben es zuerst hier erst aufgebaut. Das war toll. Mhm. Und wir waren ein tolles Team. Wir haben als Team hier auch gepaddelt. Team Anthony. Und wie war das bei dir? Geil. Ja? Mehr wolltest du nicht sagen? Wow. Also ich muss sagen, vielen lieben Dank. Ich habe so viel Spaß mit euch heute gehabt. Ne? Wir haben einiges wirklich gut hingekriegt. Ich freue mich wirklich auf die nächsten 12 Tage. Ne? Es kann nur besser werden. Oh, ich liebe euch jetzt schon. Der nächste Morgen beginnt mit guter Laune. Aufstehen! Wahnsinn, ihr habt so lange geschlafen. Was denn du da, Mann? Hallo, unser Lieber, was? Warst du schon duschen? Ich war auf dem Klo. Du warst auf dem Klo? Ich trinken musste. Hallo! Der Ross Anthony hatte uns, wie sagt man, aufgeweckt, auch gekitzelt. Und so. Dann haben wir so gelacht, weil er uns gekitzelt hat. Ich gehe jetzt Frühstück vorbereiten, ne? Wir sehen uns gleich. Ich rufe euch, wenn ich fertig bin. Du kannst mir gleich helfen, ne? Ich rufe dich, ne? Okay? Ich hole erstmal das ganze Zeug. Ich habe erstmal Riesen. Ich bin ein alter Mann. Mama told me the sun shines brighter right after the rain. And she showed me the love grows stronger right after the pain. Fantastisch. Schau mal, keine Schale reingeht. Perfekt. Ein bisschen Milch dazu. Was, Milch? Ja, klar. Oh, cool. Schmeckt das noch besser. Hast du gut geschlafen? Ja, so schlafen konnte ich hier nicht so wirklich. Wirklich? Obwohl du schon sehr viel geschnarcht hast? Ja. Ja? Richtig laut sogar. Wirklich? Jetzt hast du geschnarcht. Wo sollen wir uns hinsetzen? Patrick? Wo du möchtest. Also, du hast da sitzen. Okay. Alles ist da. Okay. Okay, Chef. Gut. Na, die will gerne so einen Chef spielen, aber ich sag ihr, die ist nicht der Chef, sondern der Ross. Ich habe meine Hände schon gewaschen. Also gestern. Ja, der mag so viel und so viel Spaß. Nur Spaß. Oh Gott! Whoa. Man muss dann, wenn man gegessen hat, auch spülen. Weil dann ist dann doof, wenn dann Dreck hängen bleibt und dann denkt einer, oh. Wir hatten so richtig gespült. Oder ist die Rosalie? Oder wer war das? Hier außen ist auch wichtig.
Das gebe ich zu, ich habe noch nie gespült. Noch nie? Nee. Okay. Habe ich zu Hause auch nie gemacht. Okay. Also das ist heute schon mein erstes Mal. Okay. Dann muss ich gucken, dass ich hier alles hier selber kriege. Ja, ich muss gucken, dass ich hier alles trocken mache. Rosalie will bei ihrer Mama ausziehen. Angela wohnt schon alleine. Ach, ja. Wir sind echt tolle Freunde. Ja. Und wir sind Freunde? Zu dritt. Wir drei, ja. Wir zwei und mit Wort. Ja, genau. Befreundet. Ja. Jetzt haben wir noch ein bisschen geredet über die Freundschaft. Das war schön. Ich bin sogar auch Hausfrau. Ich habe eine eigene Wohnung. Cool. Du wohnst alleine in einer WG? Ja. In einer WG mit deiner Bewohnerin? Ja. Super. Wenn ich ein bisschen älter bin, dann kann ich ja auch mal alleine wohnen. Das Schönste von alleine wohnen ist es halt, ein freier Vogel zu sein oder dass man tanzen und singen kann oder Fernsehen gucken kann oder chillen kann oder ausschlafen kann. Wenn man Haushalt macht, kann man auch singen. Ja, stimmt. Und du kannst ein Sieger sein. Du kannst es schaffen, du bist nicht allein. Allein. Du wirst Feuer in dir, du wirst nicht verlieren. Glaub daran. Weiter geht's. Und wenn wir schon mal hier sind, dann sollten wir auch was ganz Typisches probieren. Schwarzwaldforelle. Das ist Guido. Das ist meine tolle Gruppe. Und ich habe euch hier hingebracht, weil es ist nicht selbstverständlich, dass Essen einfach nur im Supermarkt auftaucht. Ne? Es muss einen Weg finden dahin und es muss auf jeden Fall verarbeitet werden. Ich bin kein guter Angler. Da habe ich ein bisschen Angst gehabt. Wir fangen die jetzt raus. Wir müssen etwas gut anlocken, kommen sie in die Butte rein und der Huber zeigt uns dann anschließend, wie die Forelle schlachtet. Habt ihr Lust? Kann ich nicht sehen. Habt ihr Lust, ja? Ich hab keine Lust. Ich hatte Angst, dass ich es nicht sehen kann. Ich mag nicht.